Senkt die US-Notenbank Fed die Zinsen schon zu spät, um überhaupt noch die Wirtschaft retten zu können? Das wird vielleicht die entscheidende Frage in den nächsten Wochen werden, denn wir haben eine sehr, sehr scharfe Abkühlung vieler Daten gesehen, vor allem auch am Arbeitsmarkt, und möglicherweise sind die Daten, die offiziellen Daten, die durch die Regierung erhoben werden, ein bisschen unrichtig, könnte man mal vorsichtig formulieren. Ich will nicht zwingend Absicht unterstellen, aber es spricht manches dafür, dass die diese Realität, die ökonomische Realität, nicht wirklich widerspiegeln. Dementsprechend die Fed vielleicht davon ausging, dass die Wirtschaft stärker ist, als sie faktisch ist, und jetzt gewissermaßen hinter der Kurve ist, weil sie Fake-Daten aufgesessen ist, so wie etwa diese über 800.000 Jobs, die ja nie existiert haben und die kürzlich ja mal dann plötzlich verschwunden sind. Also die Frage, ist die Fed bereits hinter der Kurve? Wir wollen uns die ganze Geschichte mal anschauen. Guckt man auf die Anleihemärkte, dann sagt der Anleihemarkt, ja, ihr seid hinter der Kurve. Hier sehen wir mal die zweijährige US-Staatsanleihe, die am sensitivsten ist für die Leitzinsentwicklung. Und hier sehen wir, wir sind 1,5% bei der Rendite unter den Leitzinsen, die zweijährige bei 3,75%. Also der Anleihemarkt sagt, ups, da habt ihr ein Problem. Jedes Mal, wenn die zweijährige so stark unter den Leitzinsen war, dann kam eine Rezession. Wir hatten gestern ja diese extrem schwachen JOLTS-Daten mit 7,673 Millionen, über 500.000 weniger als im Vormonat. Dazu noch eine saftige Abwärtsrevision der Vormonatsdaten, welche ein Zufall. Dann haben wir 1,1 offene Stellen angeblich jetzt nur noch für jeden Arbeitslosen. Und heute kommen die ADP-Daten, also diese Daten des Lohnabwicklers ADP, der meistens jedoch kleinere Firmen umfasst. Hier sehen wir, dass die Job-Openings meistens durchaus gleich laufen mit dem Unemployment-Level, also der Arbeitslosenquote. Sprich, wenn die Job-Openings, die angebotenen Stellen, nach unten gehen, dann steigt gleichzeitig meistens hier die Arbeitslosenquote. Der Chart ist hier invertiert. Daily von der San Francisco Fed hat gestern gesagt, ja, also die Arbeitnehmer, die werden schon vorsichtiger, aber sie haben noch nicht sozusagen ihre Handbücher für Entlassungen entstaubt. Jetzt könnte aber das Interessante sein. Wir sehen vor allem, dass bei kleinen Firmen jetzt zuletzt diese Job-Openings deutlich zurückgegangen sind. Jetzt muss man wissen, und das ist echt interessant, nicht nur die großen Arbeitsmarktdaten, die Non-Farm Payrolls, haben dieses sogenannte Burst-Death-Model angewendet. Also die Um- und Beischätzung, mal so Daumen in den Wind halten und gucken, von woher der Wind kommt, wie viele Firmen neu entstanden sind und wie viele praktisch eingegangen sind, um zu ermessen, was das bei dem Arbeitsmarkt auslöst. Und dieses Burst-Death-Model, das hat offenkundig die Zahl neuer Firmen massiv übertrieben, weswegen wir eben diesen Rückgang hatten von über 800.000 bei den offiziellen Stellen. Und möglicherweise hat man das jetzt mal so still und heimlich auch korrigiert bei den JOLTS-Daten, weswegen dieser extreme Rückgang hier zu verzeichnen war. Ich kann mich nicht erinnern, dass mal eben 500.000 Stellen weniger waren als im Vormonat. Mit anderen Worten, auch diese Daten sind wahrscheinlich nicht zuverlässig, weswegen die Lage am Arbeitsmarkt bereits viel schlechter ist als wohl dargestellt. Hier zum Beispiel innerhalb der JOLTS Construction Jobs sind um 51.000 gefallen. Das ist der größte Rückgang, den wir eigentlich jemals gesehen haben. Damit fallen die unter dieses Level, was wir gesehen haben aus dem Januar 2007. Also wir sehen, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Das geht jetzt sehr, sehr schnell. Insgesamt ist es ja so, oft ist die Arbeitslosenquote kurz vor einer Rezession ganz niedrig, um dann massiv und schnell anzusteigen. Wir sehen hier zumindest Anstiege weltweit insgesamt bei der Arbeitslosenquote. In Deutschland sind wir auf 3,5 Jahreshoch zum Beispiel. Also das ist durchaus der Trend. Und gestern kam auch das Beigebuch. Und das Beigebuch wird vielleicht in seiner Wirkung vor allem auf Fed-Chef Paul unterschätzt. Denn der hatte damals im Dezember hat er ja diese dovische Wende schon gemacht. Und da hat er sich auch auf das Beigebuch bezogen, das im November den November 23 abgebildet hatte, und sagt, ich stehe so auf diese
anekdotischen Daten, wo also viele Anekdoten zusammengetragen werden und man sich dann ein Bild machen kann über die Wirtschaft. Und gestern, das Beige-Book war sehr, sehr schwach. Hier hat man vor allem bei Employment, sieht man, dass die Arbeitgeber werden immer selektiver. Und die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass sie ihre Arbeitskräfte ausbauen, citing concerns about demand and uncertain economic outlook. Also, man macht sich Sorgen über die Nachfrage und über den Ausblick für die Wirtschaft. Und das bedeutet, dass praktisch hier diese Anekdoten aus verschiedensten Provinzen der USA bereits darauf hindeuten, dass vor allem der Arbeitsmarkt stark abschwingt. Und wenn wir insgesamt mal das Beige-Book anschauen, dann sehen wir in nur drei Distrikten, sehen wir, dass die Dinge sich verbessert haben. Grew in die drei, genau, drei, in drei Distrikten haben sich die Dinge verbessert. In neun die Geschichte flat oder sogar declining war. Also bei dreimal so vielen Bundes- oder Regionen, die hier erfasst werden, ist die Lage gleichbleibend oder schlechter gewesen, nur in drei besser. Und wir sehen ja, dass gestern die Zinskurve entinvertiert ist nach praktisch fast 800 Tagen. Und die Länge dieser Zinskurveninversion, die ist jetzt bereits genauso lange wie im Oktober 1929. Also das heißt nicht, dass sich die Dinge wiederholen aus 1929, aber es ist schon auffällig, wie lange jetzt diese Zinskurve invertiert ist. Und bisher haben invertierte Zinskurven, die dann entinvertieren, jedes Mal eine Rezession richtig vorhergesagt. Und zwar in jedem Fall, aber man erzählt uns natürlich, diesmal ist alles anders. Hier sehen wir mal die letzten Entinvertierungen. Das war 1990, damals Kuwait-Invasion durch die Iraki und dann das Eingreifen der USA, dann Dotcom-Blase, dann Finanzkrise und 2020 eben die Corona. Wo ist jetzt der Trigger? Reicht da eine Rezession, um sozusagen wirklich, oder eine milde Rezession, oder was passiert da, dass sozusagen die Dinge da möglicherweise eskalieren können? Das wissen wir noch nicht. Und viele sagen, ja, guckt euch doch mal das BIP an, das ist doch super. Schauen wir uns mal das Atlanta Fed GDP Model an. 2,1% jetzt die Schätzung für das dritte Quartal. Okay, könnte man sagen, ja, wo ist da die Rezession? Aber möglicherweise stimmen auch diese BIP-Daten nicht so ganz. Zumindest ist erklärungsbedürftig, warum die Dinge so stark abweichen vom GDI, also dem Gross Domestic Income, den gesammelten Einnahmen sozusagen in den USA. Das kann ein bisschen abweichen, aber was hier abgewichen wird, das hat es noch nie auch nur entferntest gegeben. Also Fragen über Fragen, die sich hier stellen, was ist denn da faul an den Daten? Irgendwas passt da nicht zusammen. Heute haben wir jetzt ISM-Dienstleistungen, nachdem wir ja am Dienstag war es so miserabel in ISM-Gewerbe gesehen haben, vor allem mit der Komponente Aufträge sehr, sehr schwach und Preise sehr stark. Das wird sehr wichtig jetzt sein, können die Dienstleister sozusagen, die ja einen größeren Teil der Wirtschaft abdecken in den USA, deutlich größer, allerdings eben insgesamt margenschwächer sind, weswegen die Wall Street die Daten aus dem Gewerbesektor eigentlich mindestens gleichgewichtet wie die Service-Daten. Und wenn wir hier mal den Konsumenten uns anschauen in Sachen Service, dann sehen wir, die allermeisten Werte, die hier mit Endkonsumenten zu tun haben, die sind unter Druck, vor allem wenn sie mit den Konsumenten zu tun haben, die jetzt eher im unteren Einkommensspektrum sind. Nur Walmart hat sich dieser Tendenz entzogen. Wir sehen auch, dass die Amerikaner inzwischen weniger Geld ausgeben für Reisen. Also auch da sieht man einen gewissen Rückgang, immer noch auf ordentlichem Niveau, aber es ist eben jetzt rückläufig um 1,1% im Vergleich zum Vorjahr. Und für die Aktienmärkte gilt, wie ich immer wieder zeige, Sie kennen diese Grafik, kommt die Recession, dann hilft dir auch die Zinssenkung nichts, kommt keine Rezession, dann werden die Aktienmärkte steigen. Kurz nochmal zu Harris, die hat jetzt die Kapitalertragssteuer, will sie machen, bei 28%. Biden hatte ja 39,6% vorgeschlagen. Derzeit ist diese Kapitalertragssteuer bei 21%, wäre also eine deutliche Erhöhung, aber nicht ganz so krasse wie bei Joe Biden. Nächste Woche ja schon dann das Duell mit Donald im Fernsehen. Sie will ja auch hier Steuererleichterungen für kleinere Unternehmen bringen. Goldman Sachs hat jetzt gesagt, dass ein Trump-Sieg im November negativ wäre für die US-Wirtschaft. Okay, aber wir sehen hier Election Forecast bei Polymarket.
dass Trump hier wieder mit 5 Punkten führt, das denke ich, ist auch einigermaßen realistisch. Schauen wir uns noch mal kurz die Aktienmärkte an, dann sehen wir hier, gestern hat der gleichgewichtete RSP schlechter performt und das, also praktisch der gleichgewichtete S&P 500 und das, obwohl die Zinssenkungswahrscheinlichkeit ja gestern gestiegen ist aufgrund der sehr, sehr schwachen Daten. Wir sehen, dass der Nasdaq sich dann zu Handelsschluss vor allem ein bisschen besser gehalten hat als der S&P 500, übergeordnet eben jetzt an einer wichtigen Stelle ist. Wir sind auf dem tiefsten Stand jetzt gewesen, seit 52 Wochen, also seit einem Jahr, Nasdaq in Relation zu S&P 500. Gestern dann die Meldung von Nvidia, nö, es gibt gar keine Kartelluntersuchung gegen uns. Das war ja die Meldung, die Aktie dann nach dem Abfall nachbörslich nochmal unter Druck gebracht hat. Schauen wir uns mal die Stimmung der Investoris an, 45% nur noch bullisch, ein Rückgang. Aber auch der Anteil der Bären ist zurückgegangen von 27 auf nur noch 24,8. Zugenommen hat vor allem das neutrale Lager. Also die Unsicherheit wächst ein bisschen. Kommen wir nochmal nach China. Hier hat jetzt JP Morgan gesagt, wir lösen unsere Kaufempfehlung für chinesische Aktien auf wegen den Wahlen und der möglichen Handelskriege folgen. Der chinesische Aktienmarkt ist viel, viel günstiger bewertet. Dafür gibt es sicherlich Gründe, aber schauen wir uns mal an. Wir haben hier ein Price-Earnings-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis, haben chinesische Aktien so 7, 8. Die Amis sind bei 23 bis 25. Also wir sehen, das sind Bewertungsunterschiede sondergleichen und das vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eine Marktkapitalisierung in den USA von 55 Billionen Dollar haben. Das BIP beträgt 28 und ein paar zerquetschte Dollars. Die Märkte haben in den letzten 4 Jahren 29 Billionen, in 4 Jahren 29 Billionen an Marktkapitalisierung hinzugewonnen. Also praktisch einmal das BIP, einmal all das, was in den USA in einem Jahr erwirtschaftet wird. Insgesamt hat man jetzt mal an Bewertung hinzugewonnen. Schauen wir uns mal eine Apple an, die aus meiner Sicht viel zu teuer ist für ein stagnierendes Unternehmen, aber das sei nur am Rande erwähnt. 2 Hinweise, meine Damen und Herren. 1, sehr spannend. Wir sehen, dass in China sich das Verhalten der Menschen ändert, vor allem beim Essen. Essen ist in asiatischen Gesellschaften wichtig. Ich weiß das aus erster Quelle familiär. Und Asien, Essen ist ein zentrales Thema, ist nicht nur irgendwie Nahrungsaufnahme, sondern praktisch ein zentrales Element sozialen Lebens. Hochinteressanter Artikel, wie ich finde, erste Empfehlung. Und die zweite Artikelempfehlung, schauen wir uns mal an, wie krass eigentlich die Rückgänge sind bei Volkswagen, aber auch bei anderen Konzernen im Vergleich zur Zeit vor Corona. Hier mal ein bisschen ein tieferer Blick hier in die Dinge. Auch das würde ich gerne empfehlen. Jetzt sage ich Servus, Ciao, 16 Uhr wichtige Daten, 14:15 ADP, 14:30 Erstanträge. Schauen Sie heute immer wieder rein bei Finanzmarktwelt. Jetzt sage ich Servus.